Brasiliens rechtsradikaler Präsident Jair Bolsonaro ist wegen eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus eingeliefert worden. Offenbar besteht der dringende Verdacht eines erneuten Darmverschlusses. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde der 66-Jährige aus Santa Catarina, wo er die Feiertage zum Jahresende verbracht hatte, in ein Krankenhaus in São Paulo gebracht. Dort soll er sich mehreren Untersuchungen unterziehen. Bolsonaro war bereits Mitte Juli wegen eines Darmverschlusses behandelt worden. Damals verbrachte er 4 Tage im Krankenhaus. Während des Präsidentschaftswahlkampfs 2018 war Bolsonaro attackiert und mit einem Messer in den Bauch gestochen worden. Aufgrund der Verletzungen musste er sich mehreren Operationen unterziehen.